Tag ein neues Video, das ist hier von der Community verehrt. Du bist der Habenmann, Elektroautos sind die Zukunft, wir sind dran. Yeah, yeah, das ist echt beeindruckend, Mann. Mitgeschnitt, du bist der King im Netz. Das ist Smoke, oder? Da kommt gute Laune auf. Alle mitsingen! Mitschunkeln! Hakt euch in den Nachbarn ein! Wie ich das hasse, diese Schunkelei. Aber gehört dazu, ne? Oh, wenn es jetzt schon zu Ende ist, dann machen wir auch Stopp. So. Da haben wir das. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Diejenigen, die mit rübergekommen sind, seid herzlich willkommen. Wir schalten hier wieder um. Hallihallo, Hallöchen. Und jetzt geht es wieder ein bisschen entspannter zu als auf YouTube. Da müssen wir immer aufpassen, dass wir keinen Ärger kriegen. Und ich hole jetzt direkt mal den Discord mit dazu. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Discord. Wollt ihr mal Hallo sagen? Hallo. Hallo, Discord. Hallo Leute. Hallo. Hallo Chat. So, das scheint es schon gewesen zu sein. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Discord. Und ich möchte jetzt eine Stellungnahme als erstes, und das erwarten auch alle Zuschauer. Was hat es mit diesem Bild hier, nicht mit diesem, sondern mit diesem Bild hier auf sich? Wir erwarten eine Erklärung. Otto, Erich, ihr seid gefordert. Ich habe da vorne reingekackt und habe den Deckel dann zugemacht. Okay, also du hast in den Tesla reingeschissen und hast damit deine Ablehnung zum Ausdruck gebracht. Und es ist nicht so, dass dir das Auto gefallen hat, ne? Nee, wir haben hinten versucht, die Lutze reinzubekommen in das Loch. Die hat aber nicht wollen. Hinten ins Loch reinzubekommen? In den Kofferraum oder was? Ja, unterhalb ist ja so tiefes Loch, hast du das noch nicht gesehen? Ach so, ja, unter dem Kofferraumboden, ja, das ist ja nochmal ja. Mordsplatz, ne? Aber bist du auch mal mitgefahren, Otto, oder? Einen Meter nach vor, wieder zurück und dann ist es mir schlecht geworden, habe ich gesagt, ich will aussteigen. Ja, aber ernsthaft, bist du mal mitgefahren? Was hältst du vom Auto? Nein, wir sind nicht gefahren. Wir sind nicht gefahren. Ach ja, komm, hättest du mal mitfahren können, weil so ein Grünheide Model Y aus dem Jahr 2000... Wahrscheinlich 24, Erich? Wann ist der hier gebaut worden? 24, also ganz das Aktuellste, was man kriegen kann praktisch. Ich denke schon, dass man da auch die Jahre Erfahrung sieht, nur dass das Auto echt gut zusammengebaut ist. Oder gibt es Kritik, Erich? Du musst den Otto fragen, er hat sie begutachtet. Okay. Sauber zusammengeschraubt, also hat mir ja gefallen. Software kann Tesla sowieso. Auto ist nicht schlecht, aber... gibt ja andere Gründe für mich. Ja, ich hab heute mit dem Andi, ne, also der, ich kann euch ja mal, Andi, Thumbnail kann ich euch ja mal zeigen. Mit dem Andi habe ich versucht, Dateien von seinem Handy auf meinen Windows-PC zu kriegen, ne? Und er hat ein iPhone. Du kannst nicht einfach das Ding anschließen und hast dann eine ordentliche Ordnerstruktur und kannst alles sehen und das einfach übertragen. Das geht nicht. Und das ist für mich ein absolutes Ausschlusskriterium, was das Thema iPhone angeht. Diese geschlossenen Systeme, wo du dann wieder ein extra Programm brauchst, um an die Dateien zu kommen, das lehne ich ab. Hier mit Android, da schließe ich einen PC an, mache einen Explorer, der geht von alleine auf und dann kann ich die Dateien rüberziehen. Wenn ich aber hier von diesem Scheißding die Musik runterholen will, Da brauchst du ein Studium dafür, dass du an die Dateien kommst. Du musst dieses, wie heißt dieses iPhone-Musikverwaltungsprogramm? Wie heißt das nochmal? Gibt es ein spezielles Programm? iTunes, danke Christoph. iTunes musst du benutzen. Und da kriegst du das aber auch nicht als Dateien einfach raus. Da gibt es aber Spezialprogramme von Anbietern, dass du das Zeug einfach als Datei rausbekommst. Es ist einfach... Boah, wir haben es nicht hinbekommen, die Dateien auf meinen PC rüberzuziehen. Und er hat mir aber heute dann noch per Mail das Ganze geschickt. Aber hier seht ihr mal ein paar Fotos, ne? Hier ADAC, da ADAC,
da LKW und da, also es gibt noch ein anderes Foto, das kann ich euch ja mal zeigen. Also, Moment, habe ich das runtergeladen? Ich lade es mal runter, zeige euch nochmal. Das wollte ich erst als Thumbnail nutzen, aber ich denke, das ist ein bisschen zu, ja, vielleicht ein bisschen zu gewagt. Moment, ich zeige es euch mal. Ich habe ihn auch aufgefordert, das zu machen. Moment, wo ist es? Da. Das hatte ich zuerst überlegt. So. Seht ihr auch von meinem Telefon das runterzubekommen, das ist überhaupt kein Problem. Das geht easy peasy. Versuch was von einem iPhone runterzubekommen, das kannst du vergessen. So, Downloads. So. Das war die Alternative. Was sagt er? Würde das mehr... also er tritt da gegen den Vorderreifen. Ne? Aber ich denke, das Thumbnail hier ist ein bisschen neutraler und es kommt trotzdem rüber, wo das Problem ist. Hier, Fahrer ist hier noch falsch geschrieben. Das habe ich schon korrigiert. Das eine, er ist weg. WhatsApp-Bilder... Du willst in einer Ioniq 5 in deine BMW treten, oder wie? Nochmal. Was? Ioniq 5 in den BMW treten? Ja, er will so zutreten, dass er in deine BMW reinrutscht, oder? Verstehe ich weiß nicht, wie ich... Ich weiß nicht, wie schwer so ein Tesla Model Y ist, ne? Aber den Ioniq 5 P45 kriegst du nicht so einfach verrutscht, lieber Erich. Das Ding ist nämlich sackschwer, das wiegt ja auch über 2 Tonnen, ne? Aber ich verstehe, was du meinst. Der Fabian schreibt auch, kannst du aber auch als Datei statt als Bild anhängen, dann wird es nicht komprimiert. Ah, bei WhatsApp. Ja, okay. Aber die Bilder hier, das ist für mich gut genug. Für eine Thumbnail reicht das, ne? Er hat es mir ja auch per Mail dann geschickt. Ich muss auch mal ein Postfach aufräumen. Das wird mittlerweile ein bisschen zu voll. Aber meint ihr, da klicken die Leute drauf? Bleiben, Pech und Pannen. Hyundai Ioniq 5 Fahrer berichtet, wie gesagt, mit einem, mit 2R, nur halt nicht mit 3R. Ist das clickbaitig oder? Also ich denke, es ist noch im Rahmen, wenn man das Video sieht, weil Bleiben, Pech und Pannen, das stimmt. Und dass er berichtet, stimmt auch. Oder muss ich es noch ein bisschen schärfer machen? Was meint ihr? Christoph schreibt, der ADAC hat den i4 abgeschleppt und gleich in die Lackiererei gefahren. Was? Hier ist kein i4, der abgeschleppt wird. Weiß auf weiß, kaum lesbar. Okay, dann mache ich die Farbe noch anders. Ist okay und passend, schreibt der Tom. Klingt zu hart nach Elektroauto-Bashing, das wird geklickt. Tobias, ja, aber das hat ja mit dem Auto, mit Elektroauto nichts zu tun, sondern das hat wirklich mit dem Auto zu tun. Und das, was auch noch ganz cool ist, da ist auch noch ein süßer Hauptdarsteller mit dabei. Moment, ich mache mir hier am besten zu, ne, dass noch irgendwas kommt, was nicht kommen darf. Habe ich irgendwas auf? Ne, wenn ich dann hier Mails plötzlich zeige, ne, und Mailadressen, das würde nicht für Begeisterung sorgen. So. Sehen, ob ich das gleich finde. Das hätte ich vielleicht vorne hinmachen sollen. So, jetzt kommt erstmal Werbung. Aha, immer Werbung bei dem Schmidt. Mal sehen. Vielen Dank, dass du dich so ruhig vorbeischauen an die Arti. Nee, die Rede, die nicht miteinander wollen, aus irgendeinem Grund. Man weiß nicht, ist ja ein fahrender Computer. Genau. Okay, Andi, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ja. Andi Arti? Nee, die Eika. Ist die Eika nicht süß? Das ist ein japanischer Irgendwas-Hund. Ne? Andi Eika, vielen Dank, dass du... Was aber auch schlimm ist, guckt euch mal das Doppelkinn hier an. Daraus könnte man ganze Schnitzel machen. Ne? Das ist Wahnsinn. Also, mich selbst sehen ist übel. Ne? Weil es ist einfach immer nur schrecklich. Das eigene Antlitz will man am liebsten gar nicht wahrhaben. Ne? Man denkt immer, man ist viel hübscher. Was ist ein Fahrer? Ja, ist doch schon geändert. Michis nächstes Auto wird ein Hyundai Casper. Gibt es das wirklich? Gibt es einen Hyundai Casper? Oder bin ich der Hyundai Casper dann, wenn ich einen Hyundai fahre? Ach, das gibt's wirklich. Guck mal her, aber ist doch knuffig. Das ist doch ein knuffiges Auto. Zwei Schnitzel, sag mal Stopp. Otto, hast du dem Teaser schon gesagt, was Streamer bezahlen müssen für die Mitgliedschaft oder fürs Mitfahren im Stil Otto Band Championship Cup? Nee, das können wir ihm auch verkaufen. Ah, okay. Also pro Simracing Trainingseinheit, die, also pro Stunde, musst du schon mal 150 Euro bezahlen. Ich habe schon mal abgerechnet, du bist jetzt so bei rund 1500 Euro und die Rechnung kommt. Ne? Wer hier über mein Doppelkinn Witze macht, ne? Jetzt weißt du, was wir mitmachen, schreibt die Anke. Ja,
Das stimmt. Und die Stimme ist ja auch nicht schön, Angelika, nur es ist eine einzige Katastrophe. So, das Sven schreibt, wer schöner ist als ich bin, ist eh geschminkt. Ja, so kann man sich's auch rausreden oder schönreden. Sieht aus für ein Honda. Honda E. Na, es sieht schon ganz anders aus als ein Honda E. Ist aber ein knuffiges Auto, ne? Ist das dann auch voll elektrisch oder? Wir können aber gerade gucken. Kleines Elektroauto. Tatsächlich. Ah, das ist doch cool. Wenn das ein günstiges Auto wird, warum nicht, ne? Namt aus der Ecke. Hallo Jörg, freut mich, dass du direkt in die Ecke gegangen bist. Ecoflow. Deswegen meide ich Spiegel, muss mir nicht schon so früh am Morgen den Tag versauen. Ja, so ist es halt, ne? Es muss auch uns hässliche Vögel geben. Bin schon runter vom Server, ich bin ein armer Streamer. Ja, von wegen. War Spaß. Nein, Angelika, man muss realistisch sein. Man sollte sich nach Möglichkeit nichts vormachen. Ich weiß, es gibt noch hässlichere Vögel als mich, aber es gibt nur ganz wenige hässlichere Vögel als ich. Einer wohnt in Südösterreich. Ist das Süden, Otto, wo du wohnst? Oder ist es eher Osten? Nee, du meinst Erich mit Süden. Ah, genau. Dann meine ich einen Erich. Gute Nacht, Dino. Was? Otto wohnt im Osten. Ah, okay. Also im Süden und im Osten Österreichs. Ist wohl so eine Art von... Westungarn. Ja, okay, dann halt in Westungarn. Du weißt, dass du gemeint bist. Muss ich es noch extra aussprechen? Und einer in Südschweden, genau. Okay, liebe Freunde, da haben wir das schon mal besprochen. Da kommt also am Samstag der kommenden Woche, wenn ich auf Malle bin, kommt das Video. Es sind auch wieder 20 Minuten Gelaber. So ein paar Ausschnitte sind mit drin von den Problemen. Und der Andi kann wirklich eine Leidensgeschichte erzählen. Wobei ich auch sagen muss, die Leidensgeschichte vom Otto, obwohl, man kann schon vergleichen, ne? Beim Otto ist es halt ein Sachverhalt, der nicht gelöst wird. Und beim Andi haben sich ein Problem nach dem anderen gehäuft. Ne? Ich wohne in Gmünden, das ist eher Mitte. Also, Pyrian, da bist du auch nicht gemeint. Naja, für die Flotters reicht es. Wer sind nochmal die Flotters? Weiß ich schon nicht mehr. Ist ja auch egal. Okay, liebe Freunde. Jetzt kommen wir aber zu einem Thema, was ich eigentlich auf YouTube erst noch besprechen wollte. Aber aus zeitlichen Gründen ging es natürlich wieder mal nicht. Und zwar hat mir ein Zuschauer was geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ich habe ja ein Video, einen Ben-Ausgabe online gestellt, also eine Breaking Electro News-Ausgabe. Ich werde es nicht für möglich halten. Das muss ich kurz noch vorher erzählen. Ich war gestern wieder bei einem Kumpel und wir haben ein bisschen alkoholfreies Bier getrunken vom Ronny. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Habe ich aber mitgebracht, ne, weil das ist halt alles alkoholfrei. Auf jeden Fall wollten wir dann irgendwas im Internet nachgucken und er fährt sein Notebook hoch und dann höre ich plötzlich meine Stimme. Und da hatte der das auf Energiesparen gehabt und er hat sich wirklich die Breaking Electro News angeguckt. Der guckt sich Videos an, wo ich irgendwas erzähle. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also das war schon ein bisschen merkwürdig. Aber okay, so ist es manchmal. Vielleicht hat ihn wirklich der Inhalt interessiert. Und zwar hatte ich ja über das Wasserstoffkartell berichtet. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Wir werden auch schon kräftig vor. Moment. Picoballer sind irgendwie schwer zu beschreiben. Mhm. Oh, außen so knautschig. Das ist eine nervige Werbung. Wie kann der nur? Oh, ja, weil wir sind ja im Kindergarten waren wir schon zusammen, ne? Ich habe immer Schmiss von ihm gekriegt. Noch eine Werbung? Es ist ja schrecklich. So. Allein die Intro. So ein Intro kostet schon 2000 Euro. Ich muss dass es mich etwas verwundert, dass wir im Jahr 2024 immer noch über Wasserstoff-PKWs diskutieren. Die sind ineffizienter, Infrastruktur ist viel schwerer aufzubauen, die sind teurer in der Produktion, sind viel komplexer etc. etc. Und trotzdem wird an der einen oder anderen Stelle immer noch Werbung dafür gemacht. Ein Grund dafür ergibt sich vielleicht aus der Berichterstattung von elektrif.net, denn dort titelt man, Verkehrsministerium setzt Wasserstoffneuförderung aus. Und sicherlich habt ihr das auch alle mitbekommen, dass es da wieder mal eventuell Korruption gegeben hat. Wir haben das ja auch bei der Wärmepumpe erlebt. Ne? Das Gebäudeenergiegesetz scheint ja auch von Lobbyisten vor allen Dingen so ausgestaltet worden zu sein, die halt einfach nur ein Schweinegeld verdienen wollen. Alles nicht zu Ende gedacht. Es kommt einem als Hausbesitzer, als Hauseigentümer so vor, als sollte man enteignet werden. Das Gefühl hatte ich zumindest. Ich will ja auch eine Wärmepumpe, aber halt nicht
von heute auf morgen, sondern das soll alles auch irgendwo Sinn machen und geregelt vor sich gehen. Und vor allen Dingen möchte ich nicht 40.000 Euro für so einen Kram ausgeben, den ich vielleicht auch für 5.000, 6.000 Euro umsetzen kann bei mir im Haus. Der Teaser schreibt gerade, dass bei ihm um die Ecke die erste Wasserstofftankstelle in Schweden steht. Ist sie neu gebaut worden oder ist sie schon ein paar Jahre alt? Früh hier, jawohl, Analogon, wir machen heute ein bisschen Druck, weil ich am Mittwoch früh raus muss und ich meinen Rhythmus ein bisschen umstellen muss. Ne? Ich werde auch heute nach dem Livestream nicht so lange im Discord abhängen, weil ich halt echt das Problem habe, dass ich ein bisschen Schlaf brauche. Ich muss das umstellen, damit ich um 5 Uhr dann auch schon ein bisschen Schlaf hinter mir habe. Ne? Also, das ist ein paar Monate alt. Also die Wasserstofftankstelle ist ein paar Monate alt, sagt der Teaser. Für mich schwierig zu verstehen, wenn es eine Tankstelle für PKW sein soll. Denn PKW, Wasserstoff, das Thema ist einfach durch. Und das beste Zeichen dafür ist eine Nachricht, auf die mich auch ein paar Zuschauer hingewiesen haben. Und zwar, Shell schließt H2-Tankstellen für PKW in Kalifornien. Dort gab es ein Programm, wo Wasserstoffautos zu sehr, sehr günstigen Preisen verkauft wurden und man auch kostenlos Wasser... Ja, ich glaube kostenlos, oder? War das kostenlos? Kennt jemand von euch das Programm da in Kalifornien? Auf jeden Fall, da gab es dann auch Videos, wo die vor den Tankstellen Schlange gestanden haben. Also alles andere als für Begeisterungsstürme geeignet, die Erfahrung, die die dort gemacht haben. Und wenn man jetzt an BMW denkt, die ja weiter noch Wasserstoff-PKWs bauen, aber nur wegen der Förderung. Die kassieren mit der Förderung, das rechnet sich für die, also machen die das. Ob die das für sinnvoll halten oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Hat BMW nicht auch seine H2-Autos eingestellt? Nein, Dr. Du, die machen weiter, weil sie halt vom Freistaat Bayern oder von wem auch immer mit Fördermillionen zugemüllt werden, wo ja auch der Herr Aiwanger immer wieder Werbung für macht und sich hinstellt, wie toll das alles ist. Hat ja auch einen Dienstwagen, den er bestimmt nicht benutzt. Also würde mich mal interessieren, ob er damit aktiv rumfährt, einen Wasserstoffdienstwagen. Und da wird halt für Technik Geld rausgeschmissen, die schon längst als erledigt für den PKW-Bereich anzusehen ist. Hyundai hat auch noch welche, ja. Aber wir können ja auch gerade mal gucken, was bringen die auf mobile.de. Wir gucken mal, was es da so an Wasserstofffahrzeugen gibt. Ich könnte mir vorstellen, man kann sehr, sehr billig ein Wasserstoffauto kaufen. Also ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, gibt es bei mir eine Wasserstofftankstelle in der Nähe? Ich glaube nicht. So, Wasserstoff gibt immer nur 195 Fahrzeuge. Wir gucken mal. So. Also hier ein Toyota Mirai Wasserstoff. Kann das sein? Kann das sein? €23.500 für ein fast neues Auto? Hier ist noch der alte Mirai. Das ist eine Werbung. Das hier ist der jetzt. Das ist auch wieder Werbung. Hyundai iX35 2015. Wir nehmen mal neuere Autos. Wir gehen mal ab 2020. Ne? Gehen mal ab 2020. Bleiben noch 119. Sind alle im Angebot befindlichen Wasserstofffahrzeuge dann ab 2020 auf mobile.de. Hyundai Nexo Premium. Erstzulassung Mai 2020, 19.800 Euro. Das ist gesponsert. Toyota Mirai, wir nehmen nochmal 2022. Also das ist ja Wahnsinn. Was kostet denn ein Mirai? 62 noch. Das war der günstigste. Der ist gesponsert. Okay, da sind wir dann aber ein bisschen bei höheren Preisen. Ne? Mirai Executive, 9.700 Kilometer, 2022. Nexo Prime, das ist wieder gesponsert. Wir gucken jetzt mal, was das für einer für diese 23. Hyundai, Toyota Mirai Wasserstoff, CBL, Leder, Navi. Ne? Da gucken wir jetzt gleich mal, was kostet so ein Auto neu.
Das Auto ist pottenhässlich, da sind wir uns wohl einig. Ist das der aktuelle? Oder ist das ein Aldo? Ist das ein altes Modell? Boah, ist das Auto hässlich. Boah, ist das eine hässliche Schüssel. Alter Verwalter, ist das eine hässliche Karre. Wer entwirft denn sowas? Findet ihr das schick? Das Heck ist ja zum Abgewöhnen. Das ist der alte Mirai. Okay, das ist der alte Mirai, sagt der Wolfram. Also das ist aber echt mal potthässlich. Innenraum geht wahrscheinlich, ne? Also hier ist noch alles mit Folie überzogen. Also das ist eigentlich ein Neuwagen, ne? Eine Tageszulassung. Innenraum scheint ja, das scheint ja halbwegs zu gehen, ne? Wobei, das wirkt auch so ein bisschen wie aus den Anfang der 2000er gefallen, ne? Weil es halt ein älterer ist. Ja, da muss man sich dran gewöhnen, ne? Das ist echt, das passt irgendwie gar nicht mehr in die Zeit so richtig. Aber es sieht qualitativ hochwertig aus im Innenraum, ne? Platz scheint er zu haben. Ja, es ist schon schwierig, ist schon schwierig. Das sieht so aus wie ein Nachrüst-Navi, ne? Hier mit CD-ROM-Laufwerk. Alter Schwede. 23, wir gucken mal, was hat er gekostet? Toyota Mirai 1. Preise. Ah, das ist der neue. Was kostet Toyota Mirai? Preise und Fakten. Variante FC1. What? Das kann nicht sein. Die haben 80.000, 85.000 Euro bei uns gekostet. 78.600 Euro? Für diese Schüssel? Moment. Das ist der doch. Das ist der. Ich bin gerade entsetzt. Wer kauft denn so eine Mühle für 80.000 Euro? Und vor allen Dingen jetzt, ne, mein Biber hat schon einen guten Wertverlust, ne, weil ich ihn zu teuer gekauft habe. Aber das Ding ist ja 52 Kilometer gefahren. Natürlich, das wird 2 Jahre schon am Hof stehen. Warum steht das 2 Jahre schon am Hof? Weil es keine Wurz haben will. Wisst ihr, wie viel dieses Auto wert ist? Das ist nichts wert. Das ist schlicht und einfach nichts wert. Was willst du mit einem Wasserstoffauto, wenn du es nicht benutzen kannst? Da darfst du das auch für 10.000 Euro anbieten. Das kauft dir keiner ab. Du kannst dieses Auto nicht benutzen. So, und jetzt gucken wir mal nach Wasserstofftankstellen. Und dann werden immer noch Wasserstofftankstellen aufgebaut. Das ist doch unglaublich. Das ist Auto leer und es gibt keine H2-Tanke in der Nähe. Ja, das Auto ist wahrscheinlich... Ach, war das auf dem Foto zu sehen, Christoph? Dass das Auto leer ist? Da muss es ja erstmal auch auf den Anhänger packen und vollkriegen. Also in Österreich gibt es circa 10 Tankstellen, schreibt der Pyrian. Von Twitch sagt, Wasserstoff ist ganz easy, einfach zu Hause ein Stromkabel in ein Wasserglas halten. Ja, dann hast du es hinter dir. Stell die Füße noch rein, dann ist alles gut. Der Händler bekommt es nicht vom Hof, weil kein H2. Ja. Einmal die Filter tauschen, 5.000 Euro. Da kommt, glaube ich, nichts. Nächster H2-Tank ist in Alsfeld für dich. Ja, ich fahre doch nicht jedes Mal nach Alsfeld. Mal gucken. Kann ich hier? Jawohl, ich kann hier reinzoomen. Würzburg. In Alsfeld ist keine. Also zumindest nicht nach dem, was hier zu sehen ist. Also hier ist Fulda, ne? Und hier, Kirchheim, ist eine Wasserstofftankstelle. Und was kostet nochmal der Wasserstoffkram? Warum sollte irgendjemand ein Wasserstoffauto kaufen? Das ist doch totaler Käse. Kosten Wasserstoff. Kosten H2 Tankstelle. 13,85 Euro. Wie weit kommst du damit? Hier steht 13,85 Dirk. Nicht 12,50 Euro. 8 Euro schreibt der Christoph. Also hier steht 12,50 Euro. Da ist die Förderung doch irgendwie gekürzt worden.
Das, also, das ist ja... Das ist der totale Irrsinn. Der totale Irrsinn. Warum soll man sich so ein Auto kaufen, wenn man es nicht mal tanken kann? Ich müsste bis nach Alsfeld, bis nach Kirchheim fahren. Das sind mal ganz locker hin und zurück. 120, 130 Kilometer. Und das ist ja nur, um zu tanken. Wollt ihr mich ver... Beim Tobias aktuell 15,75 Euro je Kilogramm. Also wenn man da jetzt mal drüber nachdenkt, dieses Auto hier, ne? Das ist unverkäuflich. Das ist schlicht und ergreifend unverkäuflich. Hier ist ein Auto mit 97.000 Kilometer. Wie haben die denn auf das Auto 97.000 Kilometer draufgekriegt? Die müssen eine Wasserstofftankstelle direkt vor der Tür haben, sonst geht das nicht. Dieser Holländer, schau mal. War eine holländische Adresse. Ah ja, ist ein Holländer. Okay, in Holland mag das noch anders sein. Mal sehen, haben wir auch ausländische Tankstellen hier? Mal gucken. Und dann stellt sich dieser, ja, in Holland sieht es anders aus. Dann musst du ja hier auch noch 350 Bar und 700 Bar noch unterscheiden. Ne? Davon hängt es ja auch wieder ab, wie schnell du nachtanken kannst. Ne? Also Leute, also für mich ist das sowas von kein Thema. Und deshalb wundert mich das auch nicht, dass Shell, die ja auch Geld verdienen wollen, dass die sich davon trennen. Ne? Meine nächste Wasserstofftanke wäre 120 Kilometer weg in eine Richtung. Wie sollst du denn, und deshalb für dich, Erich, ist das Auto 0 Euro wert. Du stellst dir das auf den Hof und kannst es nicht benutzen. Und als Blumenkübel ist es nicht schön genug. Deshalb, das ist totaler Käse. Halt mal Ride schreibt nicht wie schnell, sondern wie viel. 350 Bar gleich Tank halb voll, 700 Bar Tank ganz voll. Nee, auch wie schnell. Weil du kannst ja dann zweimal tanken. Du musst halt warten, bis der Druck wieder da ist. Oder verstehe ich das falsch? Der Ingo schreibt, wenn in 60 Kilometer eine Wasserstofftankstelle ist, dann musst du noch Glück haben, dass die auch noch ganz ist, sonst kannst du noch weiterfahren. Ja, aber du kannst dann vielleicht nicht mehr weiterfahren. Du willst ja auftanken, ne, Ingo? Schwierig. Sogar 130 Entfernung, sagt der Erich. Der Christoph schreibt, in 5 Jahren gibt es in Europa auch keine H2-Tankstellen mehr. Ich glaube nicht mal, dass sich das im LKW-Bereich durchsetzt. Ich glaube mittlerweile nicht mehr an H2-LKWs. Es gibt sicherlich Anwendungsbereiche für Wasserstoff, aber auf den normalen Straßen mit Wasserstofftankstellen, egal für welches Fahrzeug, sehe ich das nicht. Ich glaube, es wird auch batterieelektrische LKWs geben und keine Wasserstoff-LKWs. Aber vielleicht täusche ich mich. Vom Jörg die nächste Tankstelle ist nur 20 Kilometer weg. Das wäre natürlich eine Überlegung wert. Aber was passiert denn, wenn sie die Tankstelle, weil sie sich nicht rechnet, einstellen? Und du hast ein Wasserstoffauto. Jörg, da kannst du dicht machen. Wenn du ein Elektroauto hast, kannst du zumindest das Auto bei dir zu Hause immer noch laden. Du kannst so die Umkreisgeschichten auf jeden Fall machen. Und wenn du mal weiter weg musst, dann fährst du halt mit der Bahn. Aber mit dem Wasserstoffauto bist du doch voll abhängig. Der Licker schreibt 350 Bar für LKW und 700 Bar für PKW, okay? Berfra schreibt, Fun Fact, H2-Tanke ist für mich näher als der nächste HPC-Lader. Und würdest du Wasserstoff riskieren, Berfra? Und ich sag dir ganz ehrlich, deine nächste Elektroauto-Tankstelle ist garantiert näher als die Wasserstofftankstelle. Weil eine Steckdose, wo du ein Verlängerungskabel rauslegen kannst, hast du auf jeden Fall. Der Andi schreibt, ein H2-Auto ist immer noch ein E-Auto, in Teilen müsste es was wert sein. Nee. In Teilen. Gut, die Felgen kannst du verkaufen, die Sitze kannst du verkaufen vielleicht. Vielleicht, musst du ja auch was Passendes haben, ne? Wobei, Sitzschienen kann man tauschen. Wasserstoffzelle, wie ist der richtige? Die Brennstoffzelle, danke. Kannst du nicht verkaufen, weil ja keiner Verwendung dafür hat. Es sei denn, du hast einen Hyundai-Fahrer, der eine braucht, dann vielleicht, ja. Aber wenn du einen Teil hast, nochmal angenommen, du hast jetzt einen richtig tollen Beta 2000 Videorekorder und es gibt nur noch VHS-Videokassetten, dann ist dein Beta 2000 Videorekorder im Moment erstmal gar nichts mehr wert. Nichts.
Der wird vielleicht irgendwann mal einen sentimentalen Wert haben, klar, wenn er im Museum ausgestellt wird, aber für einen Verbraucher hat er gar keinen Wert mehr. Und so sehe ich ein Wasserstoffauto. Für mich, ich würde da keinen Euro dafür bezahlen. Wenn die sagen würde, für 10 Euro kannst du es haben, würde ich sagen, nein, danke, kein Interesse. Was will ich denn mit dem Klimbim? Im ein Leben hätte ich bin... Michael. Was? Ein cooler Hühnerstall ist das. Nicht mal das, oder? Da kommt irgendwann bei mir die untere Naturschutzbehörde und sagt, sie dürfen keinen Schrott bei Ihnen auf dem Grundstück lagern. Irgend sowas. Also kommt mir nicht ins Haus. Auf gar keinen Fall. Da halt mal reit, klärt jetzt noch auf mit den 700 Bar. Gehe ich gar nicht drauf ein, nicht weil ich arrogant sein will, sondern weil es einfach... Das ist unnützes Wissen, lieber Heidmarreit. In Neufahrn gibt es eine H2-Tanke, die ist aber kaputt. Sie hoffen, dass sie bis 28.02. wieder geht. Ich fahre ja am 28.02., wenn alles normal läuft, nach Malle. Ne? Hätte ich jetzt ein Wasserstoffauto, würde ich das können? Würde ich überhaupt mit dem Wasserstoffauto nach Mallorca fahren können? Nein. Nein ist die richtige Antwort. Kam vom Ronny. Hier. Das kannst du nicht überbrücken. Von Chambéry bis nach Fragat. Chambéry? Moment. Chambéry? Chambéry? Und die Kosten kommen ja auch noch mit dazu. Guck mal, das Kilo kostet jetzt 15 Euro. Ja, ja, das kommt noch mit oben drauf. Keine Frage. Das hatten wir ja schon, dass das teuer ist. Maps, so, mal gucken. Kriege ich das? Jawohl. Ja, aber warum kriege ich denn das hier? Warum kann ich denn hier schon wieder nicht auf Maps wechseln? Also diese neuen, was sie da verändert haben, ich verstehe das nicht. Wegbeschreibung, hier komme ich vielleicht hin. Ja, so funktioniert. So, und jetzt wollen wir aber nicht, wir wollen Fragat, Spanien. Hä? Was macht er denn hier? Hydrogen, was hat er denn hier wieder? Was ist das denn hier unten? Barcelona? Ist da irgendwas Station Hydrogen? Mach ich mal weg. Rue de Epi Chambéry. So, sehen wir, ob er jetzt das richtig macht. Was macht er denn hier unten? Ich versteh's nicht. Das ist doch cool, da kannst du über Andorra fahren und billig Schnaps und Zigaretten noch kaufen. Okay, so kann man es sich vielleicht schönreden, aber was ich nicht ganz verstehe, Fragat Spanien. Warum macht er da unten so ein Hickhack? Fragat Spanien. Was ist denn das hier das unten? Ist die Alternativroute, Michi. Aber 878. Ach so, das hier. Ja, aber hier, guck mal. Das sieht schon ein bisschen... Die dunkelblaue ist die aktuelle Route. Ja, aber guck mal, das hier ist ja geil. Klick oben nur auf Auto, bitte. Ah, okay. Ah, danke. Gut, also ich komme mit Google Maps nicht mehr klar. Es ist ja unmöglich. Also es ist tatsächlich, eine Strecke ist 866 Kilometer ungefähr. Du kannst also mit einem Wasserstoffauto, wo es ja immer darum geht, oh, ich will kein Elektroauto, ich will Wasserstoff, weil da kann ich besser Langstrecke machen. Da kannst du nur einen Kopf packen. Also, dass das so schlimm ist, hatte ich gar nicht gedacht. Das ist ja noch viel schlimmer, als ich es mir in den kühnsten Albträumen vorgestellt habe. Ich möchte nicht neben einer Brennstoffzelle stehen, wo die Membran durchgeht. Schreibt der Wolfi. Der Andi schreibt, komplette H2-Technik rausreißen und mit dem Rest was basteln. Ich kann nichts basteln. Ne? Licker schreibt mit dem Fontwitch, in Vormund schreibt mit dem Licker. Nicht mit einer Fähre, sagt der Dr. Dujan. Vielleicht nehmen die auch keine Wasserstoffautos mit. Ne? Wie ist das denn mit dem H2-Auto im Stau? Hat man da einen Reservekanister? Das ist auch eine gute Frage. Weil es wird ja immer die Frage aufgeworfen, ob Elektroautofahrer im Stau erfrieren. Ne? Du kriegst ja viel einfacher Strom in ein Elektroauto, wenn das wirklich mal im Stau komplett platt gehen sollte. Aber ein Wasserstoffauto, wie kriegst du denn da überhaupt? Das kannst du nur abschleppen.
Nee, Tankstopp waren es nicht. Das war wirklich wegen dem, der Otto hat es rausgefunden. So, der Tyron schreibt, musst oben auf das Auto klicken, dann sollte es gehen. Ah, das hast du gelesen, Erich. Ich habe mich schon gewundert, warum der Erich so einen guten Vorschlag gemacht hat. Jetzt ist klar, hat die, die Chatnachrichten gelesen. Ja. Ja, Erich, auf jeden Fall. Wir glauben dir, ja. Reg dich nicht auf. Schreib bitte in den Chat, dass ihr ihm glaubt. So, alles gut, Erich, alles gut. Danke dir. Aber weißt du, was du schon wieder gemacht hast? Du hast zum Erich schon wieder Otto gesagt. Habe ich Otto gesagt? Für mich seid ihr eine und dieselbe Person, ja? Weil ich kann ja Österreich ja auch nicht auseinanderhalten. Wenn ihr vor mir steht, ne? Also, da kriege ich immer, ich muss mir, also ihr habt das nicht gemerkt, aber ich habe immer einen Stift dabei und mache so eine Markierung irgendwo hin. Und anhand der Markierung auf euch merke ich dann, wer es ist. Otto, wie ist denn sein Hirn, das will er sagen damit. Ja, er kann halt nicht mehr so denken. Übrigens wusstet ihr, dass ihr bei Zebras auf gar keinen Fall irgendeine Markierung anbringen könnt oder dürft. Und wisst ihr auch warum? Jetzt bin ich mal gespannt. Allgemeinbildung. Weiß es jemand? Im Discord weiß es keiner. Mal sehen, ob es im Chat jemand weiß. Ich bringe euch noch Allgemeinbildung bei, Freunde. Er kommt gleich mit dem Strich gut. Nein. Also, ich kläre es auf. Ich mache ja immer den Witz, dass ich immer von den diversen Personen gebullied werde, ne? Also verarscht werde und Witze über mich. Und dass das so ist, dass aus der Herde das schwächste Tier ausgesondert wird und dann die Wölfe mich reißen. Ne? Das ist ja mein Witz. Aber so ist das gar nicht. Weißt du, was ihr schreibt? Dann ist der Barcode nicht mehr lesbar, sonst ist der Barcode auf dem Zebra futsch. Das Muster ist einzigartig. Die Farbe bei den Zebras könnte sich lösen. Dann kann man sie nicht mehr über die Kasse ziehen. Also Humor habt ihr, aber es ist aus einem Grund. Also die Jäger, wie jetzt Löwen oder Hyänen oder was auch immer, die suchen sich nicht das schwächste Tier zwingend aus, sondern wenn du jetzt ein Zebra markierst, dann wird es zu einem einzigartigen Tier innerhalb der Herde. Und dann erkennen die Löwen, Tiger, was auch immer, dieses eine Tier und können gemeinschaftlich dieses Tier jagen. Wenn sie aber kein gemeinsames Ziel in der Herde haben, ist es viel schwerer für die, ein Tier zu erlegen, zu reißen. Und wenn halt ein humpelndes Tier zum Beispiel in der Herde ist, dann erkennen die das auch und reißen das, weil es halt individuell ist. Wenn du aber 20 Zebras hast, die alle gleich aussehen, haben die nicht dieses eine fokussierte Ziel. Malst du dem Zebra aber ein rotes Kreuz auf die Seite, dann wird das Zebra gerissen. So, könnt ihr nachgoogeln, der Michi ist ja wohl ein absolutes Genie. Siehst du, Michi, darum bist du einzigartig. Man findet dich jederzeit. Stimmt. Was macht mich einzigartig? Die große Nase, das Doppelkinn, die Glatze oder die sonstigen hässlichen äußeren Merkmale muss sich jeder selbst ausdenken. Dann kann man sie nicht mehr über die... das haben wir schon genau. Das Tier wird ausgestoßen, sagt der Frank. Ja, wird es ausgestoßen, aber ich bin mir nicht sicher. Wird es aus der Herde ausgestoßen? Ich weiß es nicht. Jetzt weiß ich auch, warum die Löwen immer einen roten Edding dabei haben. Seht ihr? Das meine ich damit mit das schwächste Tier aus der Herde aussondern. Die im Discord haben sich jetzt schon wieder auf mich eingeschossen. Jetzt werde ich hier schon wieder verarscht. Und das vom Thorsten. Ha? Und der Thorsten, der wirkt immer so lieb und nett und dann haut er solche Dinger raus und macht mich fertig. Löwen haben immer einen roten Edding dabei. Ganz toll. Genie schreibt der Jordan. Siehst du, Thorsten, so geht's auch. Genie schreibt der Jordans Coconut. Rote Ohren. Ja, bei mir sind es die roten Ohren, genau. Da bin ich aus der Herde auszusondern. Und der BMW ohne Farbe, sehr witzig. Es gibt einen Haufenweise Brooklyn-Cray-BMWs. Wir können gleich mal gucken, wenn ihr wollt. So, mal gucken, wie viele i4s in Brooklyn Grau Metallic es gibt. Einzigartig am Michi ist, dass er immer noch glaubt, Sono Motors interessiere noch irgendwen. Nee, ich glaube, das glaube ich, interessiert keinen mehr, oder? Außer die Vorreservierer. Die interessieren sich noch dafür. War eine Wortmeldung? Nee, doch nicht. Okay, gucken wir schnell noch nach Grauen. Und dann lesen wir das mit der H2-Tankstelle. So, meine PKW-Suche. Schönstes Auto der Welt geben wir ein. Da kommt sowieso automatisch der i4. So. Und das Ganze in Grau. So, Grau.
Metallic. So. Wasserstoff muss ich natürlich rausnehmen, weil gibt es ja den Wasserstoff. Gucken wir jetzt mal, ne? Michi trägt die Kopfhörer als Schutz vor Löwen. Jetzt ist es raus. Okay, der ist gut. Der ist gut, das gebe ich auf und zu. Preis niedrigster zuerst. Wir gucken auch mal nach den Preisen. Also hier kommt direkt schon ein 35er. Ach, guck an. 35er in Brooklyn Creme Metallic. Hier ein 35er, auch in Brooklyn Creme Metallic. 47.900 Euro. Aber ist auch schon ein Jahr alt, ne? Hm? Ja, okay. 50.000 auch ein 35er. Brooklyn Creme Metallic. Das hier ist kein Brooklyn Creme Metallic, das hier auch nicht. Ist aber auch wieder Werbung, ne? Wieder gesponsert. Hier wieder ein 35er, auch kein Brooklyn Creme, aber 50.000 Euro, die haben wohl ein... Hier wieder, auch wieder ein 35er, 50.000. Ach, guck an, die kosten immer noch 50.000. Ja, aber wenn ich sehe, was ich da noch für meinen kriege, will ich gar nicht drüber nachdenken, ne? Aber ihr seht, Brooklyn Grau Metallic ist eine Farbe, die Menschen mit gutem Geschmack vereint. Brooklyn Grau, Brooklyn Grau. Oh, hier ist schon der erste. 11.2022 für 54.000 Euro. Alter Schwede. Alter Schwede. Da ist ein Michi sein i4 ja noch 50.000 wert, huh? 20.000 Wertverlust in 1,5 Jahren. Oh! 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 Oh. Ich weiß, dass es mindestens zwei in Grundierung gibt. Deinen und noch einen, der so gar keinen Geschmack hat wie du, hat neulich bei uns hier am HPC gestanden, schreibt der Tobias. Ja, es gibt haufenweise welche. Aber wir gehen jetzt noch zu der H2-Meldung. Und zwar hat Shell wieder mal Verstand bewiesen. Ich habe übrigens auch auf den Rat eines Österreichers, ich kann ihn nicht auseinanderhalten, entweder Otto oder Erich, habe ich mir tatsächlich auch ein paar Shell-Aktien gekauft, weil der Kerl, hast du den noch, Erich? Der hat nämlich ein paar Shell-Aktien gehabt. Müssen wir die langsam mal verkaufen? Ich habe sie vor 2 Wochen erst verkauft. Ja, ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee, die mal abzustoßen, weil die echt gut gelaufen sind. 71% im Plus sind die bei mir. Ja, bei mir waren etwas mehr. Ja, die sind, ja, wobei, die war, standen auch schon mal höher, ne? Die standen vor Anfang des Jahres schon mal deutlich besser. Und die haben einen Rekordgewinn gemacht, vielleicht warte ich noch ein bisschen. Aber, ganz gut gelaufen. Und deshalb finde ich es auch gut, dass sie jetzt die H2-Tankstellen dicht machen, das bringt nämlich nichts. Shell schließt alle seine 7 Wassertoffel... Das Bier vom Benjamin, ich weiß nicht, ob das wirklich alkoholfrei war. Shell schließt alle seine 7 Ich geb's auf. Seine Wassertoff-Tankstellen, seine Wasserstoff-Tankstellen für PKW in Kalifornien dauerhaft. Das geht doch. Da muss ich nur ein bisschen Mühe geben. Begründet wird dies von Shell mit Versorgungsproblemen und anderen externen Marktfaktoren. Damit schrumpft das H2-Tankstellennetz in dem US-Bundesstaat enorm. Bereits im September hatte der Konzern Pläne für weitere 48 neue Wasserstoffstandorte, Wasserstofftankstellen für PKW auf Eis gelegt. Zeitgleich hatte Shell 5 seiner H2-Tankstellen übergangsweise geschlossen. Diese werden wohl nicht wieder eröffnet. Das ist Wahnsinn. Shell hatte 7 der insgesamt 55 Wasserstofftankstellen in Kalifornien betrieben. Alle 7 Standorte lagen im Norden des Bundesstaates, konkret Berkeley. Die Gebildeten unter euch werden wissen, wo das liegt. Das liegt nördlich in Kalifornien. Sacramento, San Francisco und San Jose. Der Konzern betreibt weiterhin 3 H2-Tankstellen für Nutzfahrzeuge. Beim PKW wolle man sich auf die Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Fahrzeuge konzentrieren. Darauf einmal Prost, Shell, ihr habt's erkannt. Michi, wenn es dich interessiert, Anfang Februar für ca. 60 Euro, 60,10 Euro oder so verkauft. Die standen nie bei 60,10 Euro. Das höchste war mal 32,44 Euro, Erich. Oder du hast andere als ich. Du hast andere wahrscheinlich, ja? Wird zwei, ja. Vielleicht Stammaktien oder Vorzugsaktien, wer weiß. Ich habe die US-Aktien genommen.
Ah, okay. Und ich habe wahrscheinlich von Europa, ne? Weil ich halt, ich bin Patriot, ne? Aber nee, grundsätzlich ist es der gleiche Konzern. US-Aktien ziehen nur 15% Quellensteuer ab und die Aktien in Deutschland auflegen ziehen 25% ab und dann muss ich eine Steuerrückerstattung aus Deutschland beantragen oder sowas. Ach, bei euch, also bei euch ist das, ihr habt weniger Quellensteuer als wir, oder was? Nee, wir haben 27,5% Kapitalertragsteuer, aber es werden maximal 15% angerechnet. Die Amerikaner ziehen immer nur 15% ab, aber alle Europäer ziehen ihre eigene Kapitalertragsteuer immer ab. Die Differenz kann man dann in einem Rückerstattungsverfahren anfordern. Deshalb kaufe ich keine europäischen Aktien. Ja, aber Moment mal, wenn ihr 27, irgendwas habt, gerade verstehe ich es nicht. Aber gut, ist. Ja, aber es werden nur 15% angerechnet, maximal Quellensteuer. Und 12,5% muss ich dann in Österreich abführen, dann Kapitalertragsteuer sowieso. Ach so, dann wärst du praktisch bei 39 oder irgendwas. Ja, genau. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Aber die Differenz könnte man zurückfordern, aber das ist ein Murzenaufwand. Riesenaufwand. Und für 50 oder 100 Euro Kapitalertragsteuer ein paar Stunden Arbeit reinstecken, interessiert mich nicht. Ja, das verstehe ich. Okay, also dann macht das natürlich Sinn. Shell hat es sieben, genau, elektrische Fahrzeuge. Auch andere Betreiber haben mit Problemen zu kämpfen. Ein Blick auf die interaktive Karte des Hydrogen Fuel Cell Partnerships zeigt, dass insbesondere im südlichen Teil Kaliforniens ein Großteil der H2-Tankstellen offline sind. Wir gucken mal rein. Wozu haben wir die Karte? Ne? Hat elektrif.net auch verlinkt. So. Open, Limited, Offline. Mal gucken. So, Los Angeles haben wir schon mal ein paar rote, aber da sind schon ein paar Wasserstofftankstellen vorhanden. Ne? Also, aber du kannst irgendwie auch nicht. Wie ist das jetzt? Aber das kann doch nicht die ganze USA sein, oder? Ja doch, das gibt's nur in Kalifornien. Meinst du, in Montana kauft sich einer ein Wasserstoffauto? Meinst du wirklich, das ist alles, was es in Kalifornien da gibt? Was es in den USA da gibt? Guck vielleicht mal New York oder so, da gibt's vielleicht noch was, aber der Rest ist Flyover States, da gibt's Diesel. Das gibt's ja nicht. In Andorra gibt's auch keine. Ich möchte wetten, da gibt's mehr Tesla Supercharger als Wasserstofftankstellen. Ja, das steht ja außer Frage. Also Leute, wenn ihr in den USA lebt, schafft euch mal besser kein Wasserstoff-Pkw an. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja viel, viel schlimmer, als ich das gedacht habe. Und dann gibt es hier diesen, ich hätte fast gesagt Kasper, aber ich will ja nicht despektierlich werden. Da ist er schon, kommt bei mir gleich als erstes in der Suche. Also in ganz Amerika gibt es angeblich 107 Wasserstofftankstellen. Ja, und die alle in Kalifornien. Das muss man sich mal reinziehen. So, wir gucken mal, ob er wieder irgendwas hat mit Wasserstoff. Der Herr Aiwanger. Also solche Parteien kann man doch nicht wählen. Wo einer so ein Käse... Es gibt noch in einem anderen Bundesstaat, mich in Hawaii. Okay. Kommst aber halt auch schwierig mit dem Wasserstoff-Pkw einfach so hin. Da musst du schon eine Fähre nehmen. Geht da eine Fähre? Weiß ich auch gar nicht. Mal gucken, ob er irgendwas hat. Die EU kümmert sich um die Hygienerichtlinien für Dorfmetzgereien, ist aber nicht in der Lage, draußen die Grenzen zu sichern. Huiuiui, das ist Populismus sicherlich, ne? Gucken wir mal weiter. Müsste ja auch mal was mit Wasserstoff kommen, ne? Ja, wir gucken mal gerade. Hubert, Aiwanger. Aiwanger, Dienstwagen, Wasserstoff. Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger fährt in den nächsten Monaten einen Dienstwagen mit klimaneutralem Wasserstoffantrieb. Kurz vor der Wirtschaftsministerkonferenz auf Schloss Hohenkammer nahm das bayerische Ministerium ein BMW iX5 Hydrogen in den Fuhrpark auf. Das Fahrzeug stammt aus einer Kleinserie von 100 Modellen. Aiwanger, es ist gut, dass sich BMW in der Wasserstoffmobilität engagiert. Neben batterieelektrischen Fahrzeugen, Verbrennungsmotoren mit Biokraftstoffen werden auch Brennstoffzellenantriebe
im Mobilitätsmix der Zukunft einen Markt finden. Im Langstreckenbereich sind Wasserstoff-Lkw nach meiner Überzeugung die Zukunft, wenn wir vom Diesel weg müssen. Auch bei den Pkw wird die Brennstoffzellentechnologie ihre Stärken wie die schnelle Betankung ausspielen. Das mit der schnellen Betankung stimmt ja auch nicht. Gucken wir mal, ob es hier, müsste ja auch irgendwo mal Fotos geben, ne, wo er posiert mit seinem Wasserstoff-BMW. Also auf Twitter habe ich schon gesehen. So, da haben wir den BMW. Haben wir auch mal den Aiwanger, wie er davor steht. Mich würde ja mal interessieren, wie viel Dienstfahrten hat der Aiwanger mit seinem i5 Hydrogen tatsächlich absolviert? Ich sag 2, weil er 2 Pressetermine hatte. Und das war's. Nie im Leben fährt der mit dem Auto durch die Gegend. Glaube ich, keine Sekunde. Michi, frag doch mal ein Interview beim Aiwanger an. Folger, der würde sich doch nie im Leben mit mir unterhalten. Auch zum Beispiel Robin TV hat doch auch nur über Kontakte in irgendeiner Form damals das Interview mit dem Scheuer bekommen. Ne? Von alleine gehen die doch nicht zu irgendwelchen Influencern. Das kannst du doch knicken. Ach, Wasserstoff in PKWs, das ist doch Unsinn. Was ist das andere? Sternchen, Sternchen, LS sind die Zukunft, was auch immer das sein mag. Also, ich meine, euch brauche ich nicht zu überzeugen, mich braucht ihr nicht zu überzeugen. Ich bin ja kein Experte, was Wasserstoff-PKWs angeht. Experte bin ich in gar nichts. Ich kenne mich mit dem Wasserstoffkram überhaupt nicht aus. Ich weiß nur ganz oberflächlich, dass das Tanken bei den Tankstellen länger dauert, als das immer von der Lobby propagiert wird. Weil wenn der Druck mal raus ist, muss der jetzt wieder aufgebaut werden. Und da kann schon mal sein, dass du eine Viertelstunde stehst, wenn 2-3 Autos vor dir getankt haben. Ne? Und München zählt ja zu den Regionen mit sehr hoher Wasserstofftankstellendichte. Es gibt nämlich 4 Stück. Davon sind 2 kaputt. Eine hat zurzeit geschlossen und die andere geht. Und welcher normale Mensch sollte sich da ein Wasserstoffauto kaufen? Außer mein Schwibschwager, ja, der Mann von Bettinas Schwester. Der hat tatsächlich sich so ein Hyundai Mirai gekauft. Nein! Jo. Ist er glücklich? Er sagt ja, aber ich mag das nicht so recht glauben, weil die Tankstelle, die einigermaßen in seiner Nähe ist, ist auch kaputt. Und die in Neufahren ist kaputt. Und er muss immer bis in die Innenstadt nach München fahren von Ottobrunn, um zu tanken. Also ist nicht so cool. Ja, und wie gesagt, wenn du warten musst, musst du warten. Ja, nachdem 2 Autos betankt sind, sagt die erstmal Pause, um den Druck aufzubauen. Das ist also ist dein Schwibschwager irgendwie, hat er irgendeine Einschränkung in irgendeiner Form? Oder? Ja, bei Gelegenheit stelle ich ihn dir mal vor, dann kannst du dir dein eigenes Bild machen. So, die Mehrheit der Leute, die ich kenne, halten ihn für nicht so intelligent. Oh, also den Stream muss ich, glaube ich, runternehmen, oder das dann rausschneiden. Wegen mir nicht. Okay, gut, wenn du damit leben kannst. Ich kenne ihn ja nicht, ne? Aber ich habe jetzt auch mal die Seite aufgemacht, damit ihr es auch seht, dass was rot ist, das ist ungünstig. No? Und was hast du gesagt? Oberschleißheim? Nee. Ottobrunner Straße ist kaputt und in Neufahren die ist kaputt und in Trudering hat jetzt geschlossen, die hat halt nicht geöffnet. Und er muss von hier Ottobrunn bis nach Neuhausen. Ottobrunn ist noch ein bisschen südlicher, aber das ist die, wo die nächste von ihm. Okay. Er muss dahin fahren, ja. Otto, du hast auch einen Bekannten, der sich Wasserstoff geholt hat, weil sein Arbeitgeber damit zu tun hat, korrekt? Er arbeitet ja bei so einer Firma, die machen solche Dinge. Und ist er glücklich? Ja, der kostet das Fahren nichts und das, was er fährt, kommt er damit ja klar. Der kann ja direkt bei denen im Haus tanken. Also okay. Dann ist es natürlich noch was anderes, wenn du praktisch bei dem Hersteller von dem Wasserstoff arbeitest, ne? Dann macht das vielleicht Sinn. Der kleine Li-Akku hat im H2-Auto großen Ladestress. Ja, da ist ja auch immer noch mal ein Puffer-Akku drin, ne? Das ist ja auch noch mal, darf man nicht vergessen. Und die Brennstoffzelle wird auch gern mal nach 50.000 Kilometern
Ja, egal. Aber es wird immer über die Batterie gesprochen, dass sie so schnell kaputt geht und nach 100.000 Kilometer kann das Auto in den Hochofen. Wiesbaden hat aber auch Diesel gekauft statt Elektro, oder? Sagt der Spähbrenner. Ja, das erinnert euch an den Hamburg. War das der Hamburger? Ein Hamburger Bürgermeister? Ich glaube schon. SPD-Bürgermeister steigt von einem Mercedes EQE 350 Brabus, also auf jeden Fall tolles Auto, auf irgendein Dieselhybrid um. Kannst dir nur an den Kopf packen. Hafu schreibt, naja, Benzin gab es früher auch nur in Apotheken, hat sich aber durchgesetzt. Ja, bei Wasserstoff, denke ich, wird es aber schwieriger, weil du Wasserstoff halt auch nicht in Flaschen einfach mal so abfüllen kannst. Da ist die Technik doch noch ein bisschen komplexer. Und Benzin hatte damals keine wirkliche Konkurrenz, außer vielleicht Walöl. Und mit Walöl wäre es schwierig geworden, diese große Nachfrage zu decken. Darauf schreibt, WI kauft aktuell Diesel, weil die keine passenden E-Busse bekommen. Ah, aber vielleicht auch wegen Lieferschwierigkeiten, ne? Also, den Aiwanger, das würde ich gerne mal sehen, wie der mit seinem Wasserstoff-PKW durch die Gegend fährt. Auch andere Betreiber, genau, haben mit Problemen zu kämpfen, mit der interaktiven Karte, genau. Neben den oben genannten Versorgungsproblemen ist der Bedarf für Wasserstoff im PKW-Bereich weiterhin gering. In Kalifornien sind nach Angaben von Hydrogen Insight gerade einmal 3.143 Brennstoffzellenfahrzeuge registriert. Das sei weniger als 1% der batterieelektrischen Fahrzeuge. Aber immerhin, die haben es aber auch gefördert, ne? Die Autos wurden denen praktisch nachgeschmissen. Bereits 2022 hatte Shell alle seine Wasserstofftankstellen in Großbritannien geschlossen. Die Breaking Electrons haben sogar, glaube ich, darüber berichtet. Auch dort hatten sich die wenigen Wasserstoff-Pkw nicht gerechnet. Den Einstieg in das Wasserstoffgeschäft für Nutzfahrzeuge hatte Shell auch in Großbritannien nicht ausgeschlossen. Also, Elektro gab es auch, schreibt die Angelika. Was meinst du damit? Kann wieder nicht folgen. Ah, damals. Das stimmt aber nicht. Es war nicht vergleichbar. Weil du nicht die Batterietechnik hattest, wie du sie heute hast. Und hätte es keinen Elon Musk gegeben, keinen Tesla, dann würden wir wahrscheinlich jetzt immer noch nicht über batterieelektrische Autos reden. Und wenn man da noch an diesen GM, wie hieß der nochmal, GM1, nee, wie hieß der denn, den sie dann eingekassiert haben. Ah, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Die wollten den alle EV1 übernehmen. Hieß der. EV1, Dankeschön. Danke, Erich. Den EV1, den wollten ja die Eigentümer, die das Ding geleast haben, die wollten den fast alle kaufen. Aber GM hat es nicht zugelassen, hat die einkassiert und verschrottet. Und da ist ja der Intra auch mit involviert gewesen. Er sagt ja, er war Mitentwickler beim EV1 oder er war da im Projekt mit dabei. Also brauchen wir sich überhaupt keine Illusionen zu machen, warum das Projekt gescheitert ist. Wenn man hört, was der Mann heute noch für einen Kram zum batterieelektrischen Auto erzählt. Durch den Anlass ist der Benziner durchgekommen, genau, weil hätten die noch rühren müssen, dann hätten wir heute lauter batterieelektrische Fahrzeuge. Das war nämlich anstrengend, so ein Benziner oder Verbrenner oder Diesel. Ja, Diesel wäre gerade gegangen wahrscheinlich. Wäre Diesel überhaupt, ich glaube, ein Diesel per Hand anschmeißen geht fast gar nicht. Vielleicht hat er die Verschrottung organisiert. Kann sein, Fabian, weiß man nicht. War der größte Fehler von GM, in meinen Augen auch, wenn die das weitergemacht hätten, die wären ja heute, die stünden sowas von anders da. Und Anlasser ist E-Motor. Michael, so sieht's aus. Also Wolfram sieht's auch als größten Fehler von GM. Und wir halten also fest, Stand 2024, ist da ein Gewinnspiel? DB7? Gibt es ein Gewinnspiel, hä? Hier ist ein Code drin. Vielleicht habe ich eine Villa gewonnen. Oder eine Reise nach Mallorca. Hier, also wenn ihr wollt, den Code stelle ich zur Verfügung. Könnt ihr das erkennen? Müsst ihr da erkennen können, ne? Wer das gewonnen hat, herzlichen Glückwunsch. Gut, Freunde. Wir wollen heute nicht ganz so lang streamen. Deshalb machen wir an der Stelle hier schon einen Cut. Ich weiß, das war jetzt nicht so befriedigend und nicht so unterhaltsam. Jetzt gehen wir in die Michi-Stütz-Thematik und wir streamen ja schon wieder eine Stunde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wieder so lange gelabert habe, aber so ist es halt. Wie gesagt, ich muss am Mittwoch, wenn ich nicht vorher noch jetzt storniere, weil irgendwie ein bisschen habe ich ja auch wieder Manschetten vor der Fahrt dorthin, ne? Weil das ist wieder so anstrengend auf der Fähre. Die Fahrt nach Barcelona, Pipifax, aber die Überfahrt auf der Fähre.
Aber die Kopfhörer hier, die sind Gold wert. Da kann man sich wenigstens ein bisschen Ruhe verschaffen. Die Stammtischmeinung, Wasserstoffautos sind keine E-Autos, lässt die Stammtischler an Wasserstoff festhalten. Jawohl. Also für einen Pyrian war es okay. Der Marcel schreibt, wann soll es denn übermorgen? Achso, morgen losgehen, Weltpremiere. Achso, das können wir gerade nochmal klären. Renault 5 Electrique Premiere. Sehen, was da kommt. Michi, hast du eigentlich Umweltplakette für Frankreich? Nee, ich fahre auch nicht in die Ortschaften rein. Das müsste eigentlich gehen. Prägnanter Scheinwerferoptik. Das betrifft nicht nur die Ortschaften, betrifft auch die Autobahnen. Geht schon ab Straßburg los. Aha. Hm, muss ich mal gucken. Aber jetzt haben wir ja erstmal R5 Electric. Sehen, ob da was kommt. Wann ist denn die Premiere? Weil ohne kostet 350 Euro. Das gucke ich gleich mal nach, ob das, was du da, weil das habe ich bisher nicht gemacht. Erstaunt mich jetzt etwas. Renault. Na, die Franzosen sind noch verrückter als wir. Guck dir doch mal an, was letzte Woche rauskam mit den Parkgebühren in Paris. 18 Euro für SUVs die Stunde. Ja, ich gucke es mir an. Das gucken wir gleich. Das gucken wir gleich. So, Renault garantiert. Ich sehe hier nichts. Electric feiert in Genf Premiere. Da sehe ich was. Na. Oh, das ist schon am 9.30 Uhr. Per Livestream. Also morgen um 9.30 Uhr sind wir dann schon auf. Noch ein Grund, früh ins Bett zu gehen. Ich meine, hier gleich mal Tab anheften. Hier seht ihr das. Morgen um 9.30 Uhr. Ich stelle dann auch gleich jetzt noch mal einen Livestream ein. Wir gucken mal. Ich akzeptiere Bedingungen und dann gucke ich gleich mal, was da so an Downloads gibt. So. Vorschau. Achso, das geht ja dann nur hier. Okay, Renault, Premiere. Sterne, gibt es auch irgendeinen? Nee. Okay, da gibt es jetzt nichts, egal. Wir gucken jetzt gerade noch nach der Umweltplakette. Für Frankreich braucht man eine Plakette via Internet. Frankreich, Umweltplakette, Elektroauto. Also hier Centre, European, bla bla bla. Wer in Frankreich mit dem Auto unterwegs ist, braucht unter Umständen eine französische Umweltplakette. Sei es, weil die jeweilige Umweltzone Feinstaubalarm ausgerufen wird, ähnliches. So, Umweltzone Straßburg ist eine feste Umweltzone. Alle Autofahrer benötigen ganzjährig eine französische Umweltplakette. Zunächst galt eine einjährige, seit dem 1. Jahr können Verstößeplakette oder das Fahrverbot mit einem Bußgeld sanktioniert werden. Fahrverbot für Kritik 5, Zone, Finn. So, dann gucken wir hier mal. Hier haben wir doch Zonen, ne? Umweltzonen. Montpellier. Mediterran, aber das sieht doch eher so städtisch aus. Ja, auf der Autobahn darfst du schon fahren ohne Plakette. Ja, ich will ja nur Auto fahren. Da eben nicht. Wobei du hast du eine Quelle? Ja, mich haben sie selber geblitzt auf der Autobahn. Michael, blätter mal runter, da unten ist jetzt das gerade, glaube ich, mit der Autobahn gestanden, auf der Seite, wo du bist. Wenn ich richtig gesehen habe, da war irgendwo Autobahn. Oder habe ich mich getäuscht? Für die Umwelt in Videos sehen Sie Schritt für Schritt, wie Sie die Kritik an der Internetseite anfordern. Wie lange? Bis zu 21 Tage, ja super. Wie lange von sich Umwelt gültig? Strafen bei fehlender Umsetzung. Für Pkw beträgt das Bußgeld 68 Euro. Wer kontrolliert? Ordnungskräften durchgeführt werden. Automatische Kontrolle über Festinstallationen gibt es in Frankreich bisher nicht. Grün, bla bla bla. So, Umweltzone der Euro-Metropole Straßburg. Hier ist die Plakette Pflicht. Hier ist keine Plakette erforderlich. Die Autobahnen großer Nationalstraßen durch sowie rund um Lyon sind nicht ein. Also Lyon, okay. Aber du bist ja. Wo warst du? Es geht durch Straßburg. Okay. Und mal gucken wir nochmal.
Frankreich Umweltplakette Autobahn. Hier steht es auch nochmal. Die Autobahnen und großen Nationalstraßen sowie durch sowie rund um die Ort sind nicht Teil der Umweltzone und bedingt daher keine Plakette. Plakette kann nicht umweltbewusst durch Frankreich fahren. Wenn man ohne Plakette oder wenn man mit einem Fahrzeug unterwegs ist. Seit dem ersten Mal ist auch der Fall für Fahrzeuge mit Grit R4? R4 und 5 sind sozusagen die roten und gelben Plaketten. Damit darf man nirgendwo mehr fahren. Okay. Du kriegst ja als Elektroautofahrer die 1er. Und damit darfst du überall fahren. So, wo Sie in Frankreich eine Umweltplakette brauchen. Und 4, Sie dürfen nur mit einer Umweltplakette Kredit befahren werden. Wo Sie nötig sind, was sie kosten und wie man sie für jedes Fahrzeug mit der Umweltzone befahren, bla bla bla. In Straßburg verschärft, Straßburg fahre ich ja nicht. Wer bekommt die ohne Kritik ab? Erst werden Verbote. Eine Buße von 68 Euro. Also wieder auf 300 kommst, ist mir auch nicht ganz klar. Zukunft, was gilt für Wohnmobile? Ja, die Entschuldigung, ich war jetzt beim LKW. Sorry, ist beruflich bedingt. Umweltzonen gibt es in vielen französischen Städten, Regionen und Departements. Aber das hört sich doch alles nach Städten an. Auf der Autobahn brauchst du es definitiv nicht. Du darfst nur nicht auf den Rastplatz fahren. Auf den Rastplatz an der Autobahn auch nicht? Es war ein Witz mit dem Rastplatz. Ah, okay. Gut, also ich wäre für mich auch vollkommen neu. Schau mal im Discord unter Elektroauto, schreibt der Marcel, okay. Aber Michael, da steht auch, Oldtimer werden toleriert. Sehr witzig. So. Vehikel, was ist denn das? Ah, ja, da kann ich wahrscheinlich. Nur für lackierte Autos. Ja, sehr witzig. Deutsch. Otto, das mit Oldtimer bezieht sich auf das Auto, auf den Fahrer, nicht auf das Auto. Ja, bis das dann auch versandt wird, ist es ja zu spät. Ne? Das brauche ich ja jetzt nicht mehr, also das hilft ja nicht mehr weiter. Hadesfeier hat noch was geschrieben, was schreibt der? Der schreibt das Gleiche, aber Leute, da müsste ich ja jetzt eins anfordern. Ich will ja gar keins anfordern. Zusammenfassung, Bezahlung, das wird ja dann verschickt. Und bis das hier ist, dauert 21 Tage. In ja, Tarngrau passiert. Wenn du das nächste Mal dahin fährst, brauchst du wieder eine andere Plakette. Ja. Also, nee. Ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass auf den Autobahnen das gilt. Es tut mir leid, aber ich halte das für eine Fehlinformation, Ronny. Also, ich war da noch, dass einer einen Beleg bringt, wo da steht, dass ich auf der Autobahn eine Plakette brauche. Dann habe ich dir aber noch mal was in Reise reingeschrieben. Wo du bis zu 30% Maut sparst. Okay. Du hast einen Screenshot gemacht. Ja. Ein Screenshot. Aber was soll mit der Screenshot jetzt sagen? Ich kann auch kein Französisch. Ich sehe zwar was mit minus 30%, aber das war's auch. Ronny, ja. Ich bin etwas... Du bringst mich heute ein bisschen aus der Fassung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Also wir machen da mal einen Haken dran. Der I4 fällt in seiner Front eher in die Gesetze für Tierimporte, schreibt er von Twitch genau, würdest aber übergangsweise das Dokument aus der Mail benutzen können. Ist das so, Kimi? Brauchst du keine Fahrer alle 2 Tage in Frankreich, schreibt der Chris. Also auf den Autobahnen brauchen wir keine. Und ich will ja gar nicht runter von der Autobahn. Und wenn, dann gucke ich vorher, ob es da eine Umweltzone gibt. Wir machen mal einen Haken dran. Und jetzt machen wir Michi-Stütz. Okay. So, Michi-Stütz wohne 10 Kilometer von Straßburg entfernt, sagt der Chris. Also, und er fährt mit seinem stinkenden Tesla auch immer, wo hinten eine Mordsrauchwolke rauskommt. So, wo geht's los? Vor einer Stunde, der Volker, wir fangen jetzt mit Michi-Stützen an, hat im 9. Monat abonniert, lieber Volker. 9 Monate, Twitch-Baby ist da. Ah, okay. Verstehe, wegen 9 Monaten.
So, und der Christoph hat wieder mal nicht nur einen konstruktiven Beitrag mit seiner Aussage, du brauchst keine Plakette auf den Autobahnen, bis auf die Rastplätze, auch noch 5 Abos gegiftet. Lieber Christoph, thank you very much, very appreciated in good times. So, also Volker haben wir, Christoph haben wir. Dann hat der Christoph auch nochmal 100 Bits hinterher gejagt. Lieber Christoph, thank you very much, very good times. Sehr großzügig von dir. Der Dieter hat 10 Bits gegiftet, aber ist schon im Bettchen. Lieber Dieter, thank you very much, very good times. Dann der Pyrian hat 100 Bits gegiftet und schreibt, weiter geht's. Prost. Thank you very much, very good times. Also 100 Bits, schreiben wir uns auf. Der Norki ist on fire und seit 26 Monaten Abonnent. Lieber Norki, thank you very much, very good times. Halt, können wir auch mal wieder ein bisschen dichter ranholen. Ein Strich für den Norki. Dann der Pyrian hat mit Prime abonniert. Lieber Pyrian, thank you very much, very good times. Ein Strich für den Pyrian. Der Thorsten, aka Don Carlos, aka derjenige, der vorhin gesagt hat, dass Löwen in der Savanna oder Havanna, bin mir nicht ganz sicher, in der Savanne, nicht Savanna, sondern in der Savanne, haben immer einen roten Marker dabei, damit sie Zebras markieren können. Der hat 500 Bits gecheert. Sehr witzig, Thorsten. Thank you very much, very good time. Stell dich mal vor, so ein Löwe holt dann so einen Ink raus und sagt zum Zebra, bleib mal kurz stehen, muss dich anmalen. Zit, 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 zit. So, dann Manfred, aka Merit, ein Fellow BMW i4-Fahrer, ein Biber-Anhänger, hat im 47. Monat abonniert, fast 4 Jahre sind rum. Wieder ein Monat rum. Lieber Manfred, thank you very much, very good times. Ein Strich für den Manfred. So, dann Luca hat ein Foto da gelassen, vielen Dank dafür. Der Ralf hat im 19. Monat abonniert und schreibt, und ab in den nächsten Monat, so sieht's aus, lieber Ralf, thank you very much, very good times. Ein Strich für den Ralf. Der Luca hat mit gerade mal ein Foto da gelassen und schon ein Prime-Abo rausgehauen. Lieber Luca, thank you very much, very good times. Ein Strich für den Luca. So, dann du Rattengesicht ist jetzt nicht, da kann sein, er meint mich, aber er hat ein Foto da gelassen. Er heißt du Rattengesicht. Dass Twitch das zulässt als Nickname, ist auch wieder cool. So, dann einmal, ja, hier ein bisschen, was habe ich noch drin? Man sieht es aber kaum noch. Einmal Dieselmarsch, thank you very much, very good times, vom Ralf. Ein Prosit auf die Gemütlichkeit. Und der Anton hat im 28. Monat abonniert, lieber Anton, thank you very much, very good times. Das ist der Anton aus Tirol. Seine gigaschlanken Wadeln sind der Wahnsinn für die Madeln. Sei Figur, ein Wunder der Natur. Ach, ich müsste auch mal so einen Karaoke-Stream machen. Singt die Dame noch, Otto, die du vorhin verlinkt hast? Der Otto hat nämlich eine tolle Sängerin gefunden. Nein, so. Ich sing nicht mehr, sowieso auch schon. Schade. Hier sinkt nur noch das Niveau. Hab ja noch ein paar Jahre, ans Genießen ist noch nicht zu denken, sagt der Hafur. Was willst du denn gedenken? Wünsche dir alles Gute. Wer hat denn Geburtstag? Pyrian hat Geburtstag, oder was? Alles Gute. Die reden gerade, wer zuerst in Rente gehen darf. Ah, okay. Also, auf die Rente sich hin zu freuen, ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Ich freue mich über jeden Tag, wo ich noch aufstehen kann und halbwegs gesund bin. Also ich arbeite nicht auf die Rente hin, sondern möglichst jetzt aktuell noch ein bisschen Spaß zu haben. Ne? Das ist, jetzt fangen wir nicht schon wieder mit Lebensweisheiten an, sonst muss ich den ganzen Stream auch wieder kürzen. Wir haben 5, 10, 12, sind 15, ich mache ein bisschen 18 wahrscheinlich, aber es kann sein, dass ich mich auch wieder täusche. Ich, mit Rechnen und so weiter, 12 mal 1,5, müssten aber 18 sein. Ach, jetzt habe ich geteilt, 12 mal 1,5. Sind 18, doch, gar nicht mal so schlecht, der Michi, ne? So, wo haben wir denn jetzt? Da, 18. Ah, also die beiden sind aus Gmünden, also wenn ihr euch absprechen wollt, Pyrian, ne? Wenn ihr euch mal treffen wollt, ich schicke euch mal den Link zum Discord, weil dort könnt ihr euch dann auch PNs schicken und ähnliches, wobei das könnt ihr, glaube ich, sogar hier. Aber falls ihr Lust habt, ne, könnt ihr auch auf dem Ben-Server euch mal registrieren und da könnt ihr euch auch untereinander gut austauschen. Ich packe den Link mal hier rein. Es ging um Ausstehen um 5 Uhr, ja, das ist natürlich schrecklich, ne? Grüß dich, der Blüm hat ja nicht gesagt, wie viel Rente man bekommt. Genau, die Renten sind sicher.
Aber es könnten ja auch 10 Euro sein. Das meint doch Christoph damit. Also die Eden sind auf jeden Fall sicher. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. So, 11 haben wir erst. Wir brauchen aber 18. Ah, der Jens ist auch da. Die ganze Prominenz ist heute da. Halt, ist zu viel. Das wollen wir ja nicht. So, halt, wieder ein bisschen plus. Komm, 20 machen wir. Die 20 kriegen wir auf jeden Fall. So, und dann haben wir noch 1 700, das sind 1710. Also 2 sind 4, sind nochmal 6 obendrauf. Für die Punkte. So, dann machen wir kurz noch ein bisschen Werbung für die Mitstreiter in Sachen Twitch-Streaming. Da haben wir den Dr. Beat. Halt. Dr. Beat. Dem könnt ihr ein Foto da lassen. Wir haben den Otto, den Tesla-Fanboy. Otto streamt. Ah, das hat der Erich schon gemacht. Ah, und dann geht es ja zweimal hintereinander, oder was? Dann haben wir den Haha. Wir haben den Jens. Lasst überall mal ein Foto da. Wen haben wir denn noch? Teufelkrone habe ich noch, glaube ich. Aber die streamt ja nicht so oft. Macht die eigentlich noch was, Erich? Ich glaube nicht, ne? Das musst oder Otto. Du Otto fragen. Ja, aber ich habe euch wieder verwechselt. Ihr seid ja auch wie Zwillinge. So, also, das haben wir. Nee, Jens ist da. Jens habe ich, oder? Jens ist da. Was? Gibt's ja. Er meint den, den Musikkanal vom Jens. Ja, nee, den brauchen wir ja wirklich nicht. Also, der Content vom Jens regulär, Voice-Overcast, ist ja schon schwierig, ne? Aber wenn er dann noch anfängt und einen auf DJ macht, um Gottes Willen, Leute. Das ist ja schlimmer, als einem Autounfall live zuzuschauen. Ne? Das wird der Jens aber auch so sehen. Jens, schreib nochmal, dass du auch niemals sagen würdest, dass du dem Frank, dem Dr. Beat unterstrich Samsö in irgendeiner Form Konkurrenz machen könntest. Weil das ist der einzig wahre Twitch-DJ. Ne? So. Mal sehen, was er schreibt. Wahrscheinlich ist er jetzt eingeschnappt. Ne? So. Also, wie viel müssen wir machen? 26 Stück. Das kriegen wir hin. Machen wir ein paar mehr. So. Oh, Rück! Sehr schön. Leute, da haben wir das. Ich denke mal, dass ich nichts Wichtiges verpasst habe. So sieht's aus, genau. Das wäre ja so, als wäre Michi ernstzunehmender Journalist und Autotester. Warte mal, das würde ja bedeuten, dass ich kein ernstzunehmender Journalist und Autotester bin. Frechheit. So, liebe Freunde, wen reden wir? Habt ihr einen Vorschlag? Jetzt ist das Gaming-Dirndl offline gegangen. So ein Pech. Ja, den haben wir, also die Dame haben wir nicht. Aber wenn ihr noch einen anderen Vorschlag habt, ich bin offen. Da Jens ist ja offensichtlich nicht am Stream, ne? Wen haben wir noch? Oder sollen wir heute mal wieder die Emily McVicker nehmen? Da machen wir ja nichts falsch. Da haben wir ja saven Content. Ja, die ist auch online. Ah, der Andi ist sogar. Doch, das Andex ist nicht verschlossen. Doch, doch, Andi. Andi, das habe ich heute nicht aufgemacht, weil vom Benjamin ein abgelaufenes Bier kam. Und das Andexer von dir ist noch bis August haltbar. Also, alle sind für Emily. Dann machen wir die Emily. Der Frank ist auch da. Frank, gut's Nächtle. Dir auch einen guten Start in die Woche. Wir reden also jetzt. Moment. Ich muss jetzt wieder hier rüber. Kanal reden. Discord, wollt ihr mal tschö mit Ö sagen? Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Jetzt, Moment. Tschö mit Ö. Jetzt wieder hier rüber. Hä? Kanal reden. Ich Discord, wollt ihr mal tschö mit Kaum Ö sagen? Hör ich mich denn jetzt plötzlich? Tschö mit Ö. Ich denk. So. Emily. Emily haben wir gesagt. Emily. Kommt die denn? Da ist sie. So. Okay, jetzt haben wir es.
Red beginnen, lieber Discord, danke fürs Mitmachen. Lieber Chat, danke fürs Mitmachen. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern und morgen um 9.30 Uhr, ich stelle jetzt gleich noch einen entsprechenden Livestream ein, Marmor Premiere vom Renault R5. 9.30 Uhr morgen früh. Tschö! So.